Hi und herzlich willkommen zur Schülersprecherwahl 2020. Ich erkläre euch jetzt, wie diese funktioniert. Wir haben dieses Jahr 4 Bewerber für das Schülersprecheramt. Davon sind 2 für das Hauptamt und 2 für die Stellvertreter. Die beiden Bewerber für das Hauptamt sind einmal Lukas Pfeffer und einmal Amelie Lange. Die für das Stellvertreteramt sind einmal Leni Schönebeck und Lisa Janke. Alle Bewerbungen könnt ihr auch nochmal online auf unserer SV-Website unter diese Adresse einsehen. Wie funktioniert die Wahl eigentlich dieses Jahr überhaupt? Jeder Schüler hat dieses Jahr eine Stimme, nicht so wie letztes Jahr, wo nur die Klassensprecher eine Stimme haben. Das heißt, die Klassenlehrer und Tutoren haben in ihrem Fach die Wahlzettel bekommen und diese teilen sie ihnen nächste Woche aus. Dort habt ihr jeweils 2 Stimmen, einmal für das Hauptamt und einmal für das Stellvertreteramt. Hier seht ihr den Wahlzettel, da haben wir einmal die beiden Vertreter für das Hauptamt und einmal die beiden Vertreter für das Stellvertreteramt. Somit habt ihr eine Stimme in der Spalte 1 und eine Stimme in Spalte 2. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Leute aus dem Hauptamt oder Bewerber aus dem Hauptamt auch als Stellvertreter wählen. Aber die Leute, die sich als Stellvertreter beworben haben, dürfen aber auch nur als Stellvertreter gewählt werden. Eure Stimmzettel sammelt entweder euer Klassenlehrer wieder ein und gibt sie dann gesammelt im Sekretariat ab oder ihr könnt sie selbst in den SV-Briefkasten im Haus 1 im Keller einwerfen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Wir hoffen, dass ihr fleißig bei den Wahlen teilnehmt und wir freuen uns auf die Ergebnisse.